Hummingbird Matrix 47 3D, ein Fischfinder, der über ein 12-Graustufen-Display verfügt mit einer 5 Zoll Bildschirmdiagonale. Ein sehr schöner und hoch aufgelöster Fischfinder mit 640x320 Pixeln. Zum Gerät selbst gehören verschiedene Geber- und Anbaumaterialien. Es erfolgt auch durch die speziellen Geber wird der Untergrund in 3D aufgelöst. Ein sehr weitwinkliger Geber. Und einmal das Display. Die Bedienung erfolgt über die Pfeiltasten, View, Power, Menü und eine, wenn man das Menü verlassen will. Auf der Rückseite kann man gut erkennen, die Anschlüsse, die dazugehörigen Kabel, stecken nachher im Fuß des Fischfinders. Das Gerät kann durch einen einfachen Tastendruck aus der Halterung genommen und vom Bord genommen werden, eignet sich also auch für offene Fischerboote. Da bleibt der Fuß dann stehen und das Display nimmt man dann mit nach Hause. Und einmal zum Gerät gehören der Quadrabeam-Heckgeber, der 3D-Auflösung mit Anschlusskabel. Das Kabel ist etwa 6 Meter lang. Zum Gerät gehört ebenfalls eine stabile Metallhalterung, mit dem das Gerät am Heck befestigt wird. Dort muss man verschiedene Dinge beachten, damit der Heckgeber einwandfrei funktioniert. Sollte er zum Beispiel nicht im Schraubenwasser installiert werden, sondern seitlich versetzt, damit eine gute Darstellung möglich ist. Dazu gehören natürlich auch entsprechende Verschraubungen, Sicherheitsbolzen, sodass der Geber in jedes Boot hervorragend angepasst werden kann und auch an die Rumpfform. Das ist der Fuß. Durch diesen Fuß werden sämtliche Zuleitungen geführt, sowohl Stromversorgung als auch die Geberkabel und fest im Fuß verschraubt. Dazu gibt es ebenfalls ein Installationsset, wenn die Stecker werden praktisch im Fuß verschraubt. Der Fuß wird dann anschließend fest montiert, sodass das Display jederzeit gezogen werden kann. Ebenfalls im Set enthalten ist der TSW-Geber von Hummingbird. Der zeigt die Geschwindigkeit und die Temperatur an, zusätzlich zu den Tiefenanzeigen. Das Stromkabel, PC10, wird ebenfalls im Fuß befestigt und an Bord installiert. Ganz normale 12-Volt Stromversorgung. Zum Gerät gehören einmal eine Installationsanweisung und auch ein ausführliches Handbuch, das alle Funktionen genau erklärt und die ganzen Möglichkeiten des Gerätes genau schildert. Ebenfalls eine ausführliche Einbauanweisung mit allen Hinweisen, um den Fischfinder richtig an Bord zu installieren.